Das, was ich in meinem letzten Video prophezeit habe, ist leider zur Realität geworden. Es sind mittlerweile statt 13.000 jetzt schon 14.800 Inhaftierte in iranischen Gefängnissen. Und wie ich erwähnt habe, das islamische Kindermorderregime wird jeden Einzelnen nach und nach hinrichten. Die erste Hinrichtung, Mahan Sedarat. Und warum? Weil er auf der Straße gegangen ist und für sein Recht auf Freiheit demonstriert hat. Jede Minute, die ihr wartet, wird ein weiterer Mensch hingerichtet. Herr Scholz, Frau Baerbock, Amnesty International und alle weiteren Personen und Organisationen, die die Macht besitzen, Einfluss zu nehmen, diese Hinrichtungen und alle weiteren baldigen Todesurteile gehen auf eure Kappe. Wer zusieht und nichts unternimmt, ist Mittäter.